Ja, da gibt es viele Ziele, die wir haben als Mannschaft. Erfolgreicher spielen, weniger Gegentore kassieren, vielleicht ein bisschen wieder zu unserem alten Spiel zurückfinden und in der Tabelle nochmal den einen oder anderen Platz nach oben klettern. Ich glaube, das sind die Ziele, die wir als Mannschaft haben und jeder hat auch persönliche Ziele. Und da steht sicherlich Gesundheit ganz, ganz weit oben. Wir werden große Umfänge trainieren und deswegen freuen wir uns auf eine sehr intensive Zeit, aber dann freuen wir uns noch mehr, dass es auch da wieder losgeht. Ja gut, dass Robert uns verließ, das ist jetzt für uns jetzt nicht die ganz große Überraschung. Ich habe mich gewundert, dass das noch so ein großes Thema in den Medien war, wo das schon seit Monaten klar war. Aber wir planen natürlich, nur was wir planen, das werden wir irgendwann auch sagen, aber die nächsten Monate ganz bestimmt nicht. Also im Prinzip, dass wir jetzt mit mehr gesunden Spielern versuchen, in der Tabelle noch ein bis zwei Plätze höher zu klettern. Wir sollten das Thema Vizemeisterschaft nicht aus den Augen verlieren. Ja, und dass wir versuchen, natürlich in den beiden Pokalwettbewerben die nächste Runde zu erreichen. Die große Aufholjagd, ja. Also die Bayern aufzuholen wird sehr, sehr schwierig werden, aber wir haben natürlich das Ziel Platz 2 nicht aus den Augen verloren. Das war von Anfang an unser Ziel und demnach sind wir guter Dinge, dass wir dieses Ziel auch am Ende erreichen werden.